Moin und willkommen zu World of Warcraft, Bottlecar Classic. Ja, da ist er. Ich habe ja gesagt, wir versuchen in der nächsten Folge mal die Elite-Viecher solo zu machen. Und das werden wir heute auch probieren. Ich muss mal mit dir meine Knochenrüstung reinmachen. Meinen Begleiter holen. Und wo ist jetzt der Typ? Ey, Kollege Barfuß, wo bist du? Das ist zu. Komm mal ran hier auf den Meter, damit ich dir mal ein paar auf die 12 hauen kann. Ich bin außer Reichweite. Und ich kriege hier nicht darunter. Bist du denn für einer hier? Wo ist er denn jetzt hier? Da ist er. Ja, ich muss natürlich gucken, dass hier mein Schild noch. Ah, ist das natürlich doof. Ich komme an den nicht dran. Ja, machen wir es mal anders. Wir fliegen mal ein bisschen näher ran. Und triggern den mal, indem wir zu nah an den Rand fliegen. Boah, jetzt haben wir da natürlich dann noch ein paar Begleiter. Das ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Ich möchte ihn natürlich erwischen ohne Zusatzgegner. Das natürlich jetzt ein bisschen schwierig gerade ist. Kann ich dich hier draufziehen? Außer Reichweite. Och, das gibt's doch gar nicht, ne? Das ist nicht dein Ernst, Kollege. Das ist zu weit entfernt. Ich kann ihn nicht triggern hier. Oh, hey, Kollege Barfuß. Ah, jetzt kommt, jetzt geht's. So, komm mal ran hier auf den Meter. Kriegst direkt erstmal hier Frostkleber ins Gesicht. Ich muss natürlich jetzt erstmal Huhnmacht aufbauen, damit wir unseren Dingens hier holen können hier. Unseren er tötet uns gerade, aber es sieht momentan relativ gleich aus. Ja, ich muss gucken, dass ich meine Dingens hier hochkriege, hier meinen Zauber hier. Dass wir uns ein bisschen Gehalt kriegen. Na, erstmal Defizit ziehen hier. Den nächsten hinterher, das läuft. Ja, komm, gut, komm. Ja, wir haben, den ganz knapp geschafft. Ganz knapp geschafft. Ausdauer um 14 Punkte verringert. Das ist nicht schön. Wir hätten eigentlich auch Ausdauer und Willenskraft um 20. Irgendwie Stärke mit, aber wir haben es geschafft. Ja, ich möchte mal kurz auf das Thema sprechen kommen, was mir jetzt in der letzten Folge vorgeschlagen wurde. Da ist übrigens die Quest Duren der Nimmersatte. Da habe ich letztes Mal noch von gesprochen. Und zwar habe ich ja gesagt, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr einen Podcast machen. Und wir haben ja schon mal einen gemacht, der nennt sich Mordis Talkrunde oder Mordrashis Talkrunde. Dieses Mal wird er nicht Mordrashis Talkrunde heißen, sondern Mordrashis Talkstunde. Denn das Ganze soll also der Podcast soll maximal eine Stunde gehen, plus minus, und wird in mehrere Teile aufgeteilt. Das heißt, wenn wir jetzt ein Thema haben, wo wir jetzt ungefähr eine Stunde sprechen, werden wir nach einer Stunde aufhören, in der nächsten Folge dann weitermachen. Also für uns heißt es dann im Endeffekt, wir werden das Ganze durchziehen von der Länge her, und für euch ist es dann so, dass ihr halt dann diese eine Stunde habt, euch das Ganze anhören könnt, weil einfach 3-4 Stunden zu lange sind. Selbst ich höre keine 3-4 Stunden Podcast. Nein. Ach, guck mal, da ist direkt der Nächste. Das wäre mir persönlich auch ein bisschen zu lang. Sag mir nicht, jetzt laufen die natürlich noch ihm hinterher. Da muss ich natürlich erst noch gucken, wie ich das mache von der Zeit her. Wir müssen uns erstmal jetzt regenerieren und darauf warten, dass unsere Abklingzeit sich reduziert, dass das alles sich so ein bisschen hier erholt. Ein paar Themen habe ich nämlich schon, ein paar. Einmal Spiele. Ja, also das, also über die Spiele selber reden ist halt immer schwierig, aber so Spiele generell. So ein paar Themen vom letzten Mal so aufleben lassen, wie zum Beispiel, was habe ich denn hier überhaupt? Oh, stellt Gesundheit wieder her, sollte ich mal die Leiste ziehen. Zombie-Apokalypse. Zombie-Spiele, also Resident Evil und sowas. Ich habe jetzt das DLC gesehen von Rose, von Resident Evil 7. 8, Entschuldigung, das ist der 8. Teil, sagt die Frau gerade. Ach so, okay. Der haut aber ordentlich Damage raus. Er haut aber ordentlich Damage raus hier, der Kollege hier. Alter. Ich muss mehr Runenmacht erzeugen hier, damit wir unseren Gargoyle beschwören können. Ja,
Zum Beispiel. Kriegen wir es hin? Ja, nice. Wir haben alle beide gekillt. Alleine. Unholy DK overpowered. Alle müssen jetzt Unholy spielen. Okay, das ist schon krass. Ja, also nochmal zurückzukommen wegen der Talkrunde. Also es ist ja schon eine Version draußen. Das Ganze soll diesmal etwas anders ablaufen. Das heißt, wir werden diesmal versuchen, ein Mikrofon zu benutzen statt zwei. Das wäre das eine schon mal. Und wir werden versuchen, halt das Ganze so auf eine Stunde zu begrenzen. Und dann halt mehrere Parts rauszumachen. Dass man auch wirklich sagen kann, was denn... Es gibt dann kein Mal nach Zahlen, weil wir dann einen Discord-Overlay nutzen, wo dann alle zu sehen sind, die gerade dann dementsprechend sprechen. Das heißt, da ist nichts mit Mal nach Zahlen. Ich weiß. Es soll halt auch um verschiedene Themen gehen. Eventuell auch so ein bisschen über WoW, über Spiele an sich, über ja, Zombie-Apokalypse hatten wir drin, die Publisher so... welche Spiele wären interessant? Wie sieht dein eigenes Rollenspiel aus? Wenn du dein eigenes Spiel machen würdest, wie würde das Ganze aussehen? Was wäre es dann für ein Spiel? Solche Sachen. Also sowas in die Richtung sollte es dann gehen. Also würde es dann rein theoretisch gehen. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze auch so in die Richtung hinbekommen. Das wird sich dann zeigen. Und wir werden mal gucken, wie das Ganze wird. Ja, es sollten natürlich auch weiterhin ganz normale Videos kommen. Also die, was jetzt auch kommt, das wird auch weiterhin kommen. Und der Podcast in dem Sinne wird es erstmal auch nur auf YouTube geben. Mal gucken, wie das Ganze dann bei euch ankommt. Und wenn wir sagen, okay, das kommt besser als der letzte, den wir gemacht haben. Wobei ich auch sagen muss, es sind sehr viele Videos jetzt in letzter Zeit, die geguckt werden von euch. Deswegen da Hut ab. Besten Dank dafür. Und wofür ich mich auch nochmal bedanken muss, ist Dankeschön für die ganzen Abonnenten in letzter Zeit, die dazugekommen sind. Ja, auch nochmal da, besten Dank an der Stelle. Und ja, was gibt es denn sonst demnächst noch? Es wird demnächst auch nochmal ein FIFA-Video geben, das werde ich allerdings morgen erst aufnehmen, weil ich da heute zu nicht mehr kommen werde, aus zeitlichen Gründen. Dann werden wir dann nochmal eine FIFA-Runde machen. Die Ironman Challenge ist ja nach 3 Folgen leider gescheitert in dem Sinne. Deswegen versuchen wir uns dann an der Darkest Dungeon Challenge. Ja, genau, Beherrschen der Windkrog-Jagd. Ich muss hier was aussuchen. Ist das eigentlich alles Crap? Ausweichwertung, ja. Das wäre für einen Frosticker ganz nett gewesen. Ja, es wäre da ganz gut gewesen. Aber ich glaube, nach der Questreihe gibt es, glaube ich, keine mehr. Na, dann sind wir hier mit Nissingberry durch. Nein, wir haben noch eine. Die ultimative Beute. Das Herz von Sehana. Nissenray in Nakranbei. Oh, die ist 68 plus. Ja, die können wir, glaube ich, noch nicht machen. Wir sind 65. Ja, das können wir knicken. Ja, ich weiß, ich suche auch gerade den Punkt, wo die sein soll. Da ist er. Bei 68 plus, da brauchen wir... Also wir können es probieren, wenn wir 68 sind. Ich weiß gar nicht, ist die mit mehreren unterwegs? Es ist auch eine Gruppenquest. Also wir haben bisher, bis auf eine Gruppenquest, haben wir, glaube ich, alles solo gemacht. Wir gucken aber mal. Was ich auch nochmal gucken wollte, ist, ob es da ein Bild gibt oder ob es eine Skin gibt für quasi Solo-Leveln, also Solo-Spielen. Für ein Unholy DK. Man hat noch so ein bisschen mehr Damage rausholen kann, ein bisschen bessere Chancen hat zu überleben und solche Sachen. Da wollte ich dann nämlich auch nochmal gucken. Aber da habe ich jetzt noch nicht die Zeit für gehabt. Also wie gesagt, wir werden auch nochmal eine Runde FIFA spielen, allerdings den Karrieremodus wieder. Wir werden dann auch, was haben wir hier? Das ist auch wieder... Okay, das nehmen wir mal alles an hier, damit wir halt zumindest ein bisschen hier was hinbekommen. Damit wir da auch wieder ein paar Videos zu haben. Da werden wir dann mit Liverpool spielen und werden dann versuchen, die Premier League unsicher zu machen. Abgesehen, nein, wie heißt das?
Ich kriege heute nichts Vernünftiges gesprochen einfach, weil mein Hirn einfach so Brain AFK einfach ist heute. Nein, ist ja egal, ob wir es jetzt aufnehmen oder nicht. Ich wollte es so nämlich machen. Denn ich möchte in England alle Pokale einmal gewinnen. Und das werden wir dann quasi zusammen machen. Das heißt, wenn ich das mache, ja, macht es quasi automatisch mit. Beziehungsweise, wieso habe ich hier keine Talentpunkte drin? Ach, das ist doch scheiße. Ich muss gleich nach der Aufnahme nach einem Bild mal gucken zum Leveln, was es da so gibt. Dass man, also wir können auch Elite-Viecher kaputt machen alleine, wie man sieht. Das funktioniert ganz gut. Ja, wir werden, ich denke mal, so mit 68 wahrscheinlich auch rübergehen in die unfähige Anführer, die Wälder von Tekko da. Was sind die denn? Ach, die sind hier. Deteroka, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich sag, mein Hirn ist heute Matsche. Also so aussprechen und so ist heute nichts gut. Ja, deswegen da nicht zu viel erwarten. Ansonsten, ich weiß nicht gerade gar nicht, wie lange sind wir denn schon dabei? 11 Minuten gerade erstmal. Ach, das geht ja noch. Komm, machen wir hier noch ein paar Ogre platt. Yay, hey, jetzt klatschen Ogre heute. Ogre klatschen. Yeah, komm mal an in die Meter. Erstmal Dots drauf. Ja, ich brauche unbedingt mehr Runen macht oder so. Das ist ja Katastrophe hier, dass wir so wenig Runenmacht haben. Ich habe nämlich heute auch schon, also ich habe vorhin, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, habe ich jetzt auch schon das neue Interface aufgenommen. Beziehungsweise mit dem neuen Interface, was wir voraussichtlich spielen werden. Das ist jetzt so ungewohnt, hier mit Elf UI wieder zu spielen. Deswegen gucken wir mal, wann ich das alles raushauen werde. Weil das kommt ja erstmal alle 2 Tage und dann haben wir ja noch die Challenge. Die wir machen. Irgendwas ist gerade mit YouTube. Die erweiterte Funktion, jetzt Beiträge erstellen. Okay. Ich brauche ein Ziel. Ah, geil, wir haben die Community freigeschaltet, was? Ja, besten Dank dafür. Wir haben gerade die Community freigeschaltet. Auf YouTube. Ich kann jetzt die Community-Dinger benutzen. Sagt YouTube mir nämlich gerade. Cool, dann können wir da nämlich auch reinschreiben, wann welche Projekte wahrscheinlich kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich mal machen, so Projektübersicht. Oder so, keine Ahnung. Also Projekte habe ich momentan wieder ohne Ende. Und ich weiß noch nicht, wie ich jetzt alles handeln soll. Aber irgendwie kriege ich das meistens schon immer hin. Heute ist mein Hirn einfach nur matschig. Ich bin heute nicht in der Lage, vernünftig aufzunehmen. PC Bling Simulator haben wir auch aufgenommen. Oh, 2 Eulen. Jetzt machen die Eulen hier die Gegend unsicher. Ach, ich hasse solche Leute. Das sind Allianz-Chars, ne? Ne, brauchen, aber warum kann ich die nicht in die grinden jetzt hier erstmal schön? Und machen natürlich alles kaputt hier zu zweit. Und wie hier alleine. Ja, hier versuchen sie durch die Gegend zu prügeln. Weil da gibt es echt Leute, die haben quasi 5 Accounts. Ja, und spielen dann quasi mit 5 Accounts WoW. Also ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ja. So viel Zeit hätte ich gar nicht. Bevor ich überlege, du hast 5 PCs. Ja, das stimmt. Obwohl, du könntest du dich eigentlich auch durch so eine mythische Instanz, also mythisch plus, könntest du dich auch multi. Obwohl, es muss ja immer dieselbe Klasse sein, ne? Soweit ich das weiß. Oh, es wäre interessant, mal das zu wissen. Aber ganz ehrlich, was will ich mit Multiboxen? Mir reicht ein Account. Wo ich noch nicht mal alles hinkriege, aus zeitlichen Gründen. Ja, ich glaube, das wird heute auch eine relativ kurze Folge, weil, wie gesagt, ja, hin ist Matsche. Ja, komm, weißt du was, wir fliegen gleich zurück. Wir lassen das heute für die Folge. Es tut mir leid, ich habe jetzt Frühstück gehabt die Woche. Sonntag geht's dann in die Nachtschicht und jetzt ist man hier gerade so, bäh. Es war ein langer Tag heute.
Gut, ich würde sagen, wir fliegen wieder zurück. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Ich muss noch ein Thumbnail, ein Bild habe ich, glaube ich, gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde dann gleich mal gucken, ob es da eine vernünftige Skillung gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder auch in einem anderen Projekt. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao.